So, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zurück begrüßen beim Let's Play von Minecraft. Ultimate Fist, More Natural Mod. In diese Kiste gucke ich lieber nicht rein, sonst schmiert mir das Spiel ab. Boah, was ein scheiß Wetter. Oh, die Playlist, Sekunde. So. Geh ich direkt mal pennen. Kein Bock mehr. Scheiße. Guten Morgen. So. Hör auf. Also. Unser Feld hier wächst und gedeiht, genauso wie diese Kürbisse. Ich meine, wir könnten natürlich unsere Kürbisfarm erweitern und ein extra Feld für Kürbisse bauen, aber ich meine, wozu denn? Braucht doch keiner. Oh, da laufen Öfen. Öfen laufen, Öfen laufen. Eisen, 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 Gold. Und noch mehr Gold. Coole Sache. Ich habe das Mises Texturenpack jetzt erstmal wieder rausgehauen, genauso wie den Water Shader Mod. Jetzt mal ganz kurz die Playlist. Die ist ja eigentlich auch viel zu laut, ne? Ich mach die jetzt mal was leiser. Wie gesagt, ich habe die ganzen Mods jetzt erstmal rausgehauen. Der einzige Mod, den ich drin habe, ist Optifine. Hallo? Wer hat denn das Gehege erweitert? Naja, keine Ahnung, ich habe mir auch nicht alle Folgen angesehen. Aber jetzt haben wir eine super Abkürzung in den Stall, aber keinen Platz in der Tasche. Dann setzen wir uns einfach mal hier die Kleidung an. Dann passt das wieder. Einen Bogen haben wir verzaubert. Power One. Cool. So, gebt mir eure Eier. Übrigens habe ich die Random Mobs auch mal wieder rausgehauen. Warum eigentlich? Eigentlich wollte ich die gar nicht raushauen. Ich habe sie nur nicht wieder reingetan nach dem letzten Update. Ich werde jetzt eh erstmal nur so ein halbes Stündchen aufnehmen. Und dann reicht es auch erstmal wieder. Platz da. Tür zu. Ach, alle Gehege sind erweitert. Ach, da, richtig, das war der Toni. Der hat die... Ach ja. Ja, Zeit zum Poppen, würde ich sagen, ne? Erstmal ernten. Und dann poppen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Fragt man sich, warum du nicht gewachsen bist. Naja. Zack, zack. Hier alles wieder schön anpflanzen. Lalalala, lalalala, lalalala. Hallo. So. Wachsen die nicht eigentlich auch zu beiden Seiten, die Kürbisse? Ja, ne? Dann kann man das hier wieder raushauen. Ja, so ist gut. Gefällt mir. So, jetzt haben wir 15 Weizen. Schauen wir mal, ob wir noch etwas mehr... Jetzt ist mir die Playlist ein bisschen zu leise. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. So ist auch... So ein Ticken. So. So ist auch super. Wie viel haben wir denn hier noch in der Gartenkiste? 33, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ach, Kaktus, ich habe das gerade für eine Melone gehalten. Die Map können wir uns ruhig auch mal angucken. Ob die jemand weitergeführt hat, ich bezweifle es ja. Nein, die ist immer noch so unvollendet wie vorher. Und ich habe gesehen, dass die Bahn fertiggestellt, also nicht längst noch nicht fertiggestellt wurde, aber zumindest weitergebaut wurde. Und da werden wir uns doch gleich mal in den Minenkarren setzen und eine Runde abcruisen. Ah, du gehst leider leer aus, tut mir leid. Und dann würde ich auch gerne mal, nennt mich bitte ein Cheater, aber ich würde dann auch gerne mal F3 drücken. Wow, boah, sind hier viele Kühe. Ich glaube, ihr seid viel zu viele. Ihr poppt und ich schlachte euch. Ich würde dann gerne mal F3 drücken, einfach nur um zu gucken, in welchem Biom wir sind. Denn, Alter, lass mich doch mal durch. Denn es könnte ja sein, dass wir schon längst an einem Dschungelbiom vorbeigefahren sind, das wir noch nicht gemerkt haben. Eigentlich war der Plan ursprünglich, an einem Philipp-Biom zu bauen. Aber naja,
erstmal Bertha killen. Kommst du wohl her? Toll, jetzt muss dein Kamerad auch sterben, weil ich ihn schon verwundet habe. Scheiße, ich habe keinen Platz für die Schnitzel. Schmeiß die Schaufel weg. So, einer geht noch, einer geht noch ein. Einer geht noch, einer geht noch ein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So, das reicht. Werde ich unseren ganzen Kuhbestand hier töten. Soweit passt das schon. Jetzt schauen wir mal hier in die Kiste. Das Leder können wir dabei legen. Raw Beef. Kommt dann ja eigentlich in die andere Kiste, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie man sich eine Pilzsuppe craftet. Stone Lamp ist ja der Hammer. Rotten Flesh, ich muss überhaupt mal die Taschen sortieren hier. Egal, ich hau das erstmal hier rein. Dann sortiere ich meine Taschen ein wenig, nehme die Schaufel wieder mit. Und dann habe ich vor, was habe ich denn vor in dieser Aufnahme? Kann ich ja auch ruhig schon mal... Ah ja, da wächst er auch schon. Egal, ich lasse ihn jetzt mal, um zu gucken, ob der dann auch dahin wächst. Ich glaube nämlich, das ist so. Ja, ich kann ja mal erzählen, was ich in dieser Aufnahme so vorhab. Das wäre zum einen, wäre das eben diese Bahnfahrt, von der ich eben gesprochen habe. Und hoffen, dass wir in einem Dschungelbinom sind. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Und außerdem würde ich gerne den Enchantment-Raum mal etwas ausbauen. Da stehen bisher erst zwei Bücherregale. Ich meine, wir kommen zwar selten, also Level 12 ist schon eine Rarität, ja, hier Level 12. Bei uns ist das schon eine Rarität, denn es stirbt eigentlich jeder mindestens einmal. Sorry, Skyrim. Du passt mir nicht. So. Ach, hier können wir auch noch ernten. Das habe ich ja ganz vergessen. Dankeschön. Ja, und den Enchantment-Raum würde ich halt etwas erweitern hier unten. Da würde ich gerne in diese Richtung bauen, einfach nur so eine Eisentür hin. Und den üblichen Enchantment-Raum, den man halt so kennt. Einfach mit ein paar mehr Bücherregalen, damit man auch etwas höhere Zauber anwenden kann. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar mal ein höheres Level zu erreichen. Ich bemühe mich jetzt schon in meiner Aufnahme nicht zu sterben, auch wenn das natürlich nicht so einfach ist. Obsidian. Ob das ein Easter Egg ist? Irgendein Gag? Keine Ahnung. Obsidian. Naja, weiß ich nicht. Cobblestone, Gravel, Dirt, ab ins Lagerhaus. So. What? Was? Das wollte ich gar nicht. So. Cobblestone, Cobble. Nein. Cobble. Und Dirt. Und Nether waren wir. Mann! Das ist aber mal gut hier. Menschenskinder. Hier haben wir. Sag dazu einfach nichts. Hier haben wir nichts. Und ach, ich hätte vielleicht bei Skype an offline gehen sollen. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt hier gesehen habt. Dass hier gerade jemand on gekommen ist. Keine Ahnung, ob ihr das nun seht oder nicht. Aber es kann jetzt auch ruhig mal weg. Ich schließe das jetzt einfach so. Zack. Also wundert euch nicht, wenn mir gleich irgendwie wer schreibt oder so. Ich werde das dann natürlich ignorieren. Und wenn nicht, ist umso besser. Was mache ich denn jetzt schon wieder hier oben? Die Rails, wo tun wir die? Rail. Irgendwie seltsam. Was machen wir denn mit den Rails? Wo tun wir die denn hin? Ich laufe hier so planlos durch die Gegend, das ist echt der Hammer. So, jetzt gucke ich mal, was in die Grabkammer kann. Zum Beispiel das und das. Ja, dann gehen wir nochmal in den Keller. Also nicht wundern, wenn ich ja vielleicht ab und zu mal so Meldungen von Skype krieg.
Das habe ich leider vergessen auszuschalten. Das tut mir leid, aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? So. Da können wir zum Beispiel die Knochen reinhauen und die Pfeile und das Rotten Flesh und das Spider-Eis. Und die String-Tanga können wir da reinhauen und das war's soweit. Hier können wir die Kohle reinhauen. Nein, das war's noch nicht. Hier können wir nämlich auch noch das Gunpowder reinhauen. Und die Multikulti-Kiste packe ich jetzt auch mal in die Rails rein. Einfach so, schnibbeli-wipp, weil ich's kann. Ach, das kommt noch in die Gartenkammer. Grabkammer, nicht Gartenkammer. Wieso haben wir eigentlich zwei? Naja, warum nicht, wenn eine kaputt geht. Eine Axt können wir uns ruhig auch mal zu Gemüte führen. Wieso nicht? Dann tun wir jetzt aus Ordnung halber diese Rails da auch noch rein. Ja, komm, jetzt reicht's aber auch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu sortieren. Wird's wieder Nacht? Tatsache. Noch mal kurz in die Grabkammer. Das ist das Letzte, was ich wegsortiere. So. Und dann werden wir jetzt mal... Der Apfel sieht irgendwie gut aus. Dann werden wir jetzt mal... Wieso haben wir eigentlich so viel Brot? Frage ich mich. Brot ist total scheiße. Ja, die können wir ruhig auch nochmal reinhauen. Danach können wir die reinhauen. Und... Kann ich schon pennen? Jawohl, ja. Dann mache ich jetzt mal, ohne dass ihr es merkt, den nächsten Track an. So, das reicht ja noch. Los! Na, los! So, da werde ich jetzt nicht drauf warten. Könnt ihr ja auch ruhig mal ein paar Hähnchen mitnehmen, warum nicht? Ach ja. Ich spiele jetzt mal auf Normal. Übrigens, Optifine ist die einzige Mod, die ich mir reingehauen habe hier. Das ist alles, ne, und so. Einzige Mod, die ich habe. Hier können wir noch ein bisschen Gravel reinhauen, aber der einzige Grund, warum ich hier bin, ist der Dirt. Denn jetzt gehe ich los, werde ich losziehen in die Wildnis, um ein paar Löcher zu stopfen. Und das ist das Erste. Und da werde ich die nicht komplett massiv stopfen, sondern halt nur so, dass da unten von mir aus ein Hohlraum bleibt. Das ist mir dann ganz egal. So. Das werde ich dann hier noch so fortführen. Die ganzen Creeper-Löcher müssen nämlich jetzt mal dran glauben. Das merkt ihr ja bereits. So. So, so. Zack, 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 zack. Dabei versuche ich das natürlich möglichst natürlich halten. Natürlich zu halten. So. Badum. Loch gestopft. Einigermaßen. So. Das war auch schon der erste Stack. Heide nein. Vielleicht werden wir nachher noch ein bisschen Erde abbauen müssen. Diese Krater, die können ja mal gar nicht sein, ne? Das ist... Das geht ja mal gar nicht. Einfach nur hier mal so ein bisschen was für die Umwelt tun. Greenpeace wäre stolz auf mich. Um das hier alles mal etwas schöner aussehen zu lassen. Denn vielleicht wollen wir hier auch später mal was bauen. Ich war sowieso ursprünglich dafür, die Farm hier hinzusetzen. Aber, naja. Da, wo sie ist, ist ja schon gut.